Gott, da bist du ja bekloppt bei. Oh. Das nehme ich noch gern mit. Ah, komm nicht so dran. Zack, dankeschön. Sonst noch einer ohne Fahrschein. Sieht gut aus. So, dann haben wir 10 rote Wolle. Reicht zwar immer noch nicht, aber immerhin ein bisschen. Ich weiß gar nicht, hier im Keller von der Windmühle. Wie weit sind wir denn da? Ich schau mal eben rein. Machen wir mal eben. Guten Tag. Alles klar, okay. Hier haben wir soweit schon durchnummeriert und dann die Hebel sind natürlich dann mit den Feldern verbunden. Dass das ganze Kram abgeräumt wird, als Endprodukt unten in der Kiste landet. Wir brauchen es dann nur noch abholen. So ist der Plan. Ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Aber das wird alles. Das kriegen wir alles hin. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Jetzt wollen wir gucken, ob das mit dem Leuchtturm wirklich so geil ist. Ah doch, das ist geil. Weil ein Leuchtturm hat, braucht halt jeder große Hafen. Und ich meine, diese kleine Lippe da vorne, die bietet sich dann natürlich übelst für an. Natürlich voll geil. So, dann pass mal auf, dann gehen wir einmal hier hinauf. Zack. Zack. Und jetzt machen wir erstmal hier den weißen Ring fertig. Reicht aber immer noch nicht. Ah, naja. Aber erstmal den, das, wo man auf jeden Fall was sieht. Und zwar da. Die andere Seite bitte. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Ich glaube, das ist schon ganz cool so. Aua. Ja, das wird cool. Es dauert halt nur, weil wir ewig viel Wolle brauchen. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie hoch das Ganze wird. Aber das wird schon. Ja, guck mal, das ist richtig geil. Das passt richtig gut so. 3 hoch ist perfekt. Das machen wir auch so. Überlege ich jetzt gerade, wie können wir eine automatische Wolle farmen, wäre natürlich geil. Das wäre natürlich richtig cool. Da muss ich mal gucken, wie das geht, wie man das am besten umsetzen kann. Ah, okay, ich kann nur nachts pennen. Hallo, kleiner Wolf. Oh. Wer bist du denn? Du bist hier nicht erwünscht. Zack. Und die Axt im Kopf. Wir müssen ein neues Schwert haben. Aber ist kein Thema. Alles kein Problem. Steht da vorne eigentlich noch eine Kiste? Nee. War alles weggeräumt? Krass. Und wir müssen den Gehweg hier beleuchten. Das wäre das Beste, was wir eigentlich machen können. Denn dann können wir auch mal nachts hier ohne Probleme rumlaufen. Brauchen nicht jedes Mal Angst haben, dass wir hier tot umfallen. So, die Fackeln wieder auf den letzten Punkt. Dann gehen wir jetzt mal erstmal in unserem eigenen Bett pennen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Also, wir haben ja schon relativ viel geschafft. Der Baum soll bitte stehen bleiben. Da setzen wir noch einen Stumpen unten wieder hin. Und ich glaube, das ist schon ganz cool geworden, was wir jetzt, was wir bis jetzt alles gemacht haben. Auch das hier, dass das so schon runterhängt hier. Ganz cool. Oder da oben am Häuschen. Oh. Wer bist du denn, du kleine Kackspinne? Kann leider nicht rennen. Aber hier kommt der sowieso nicht rein. Tschüss. Und hier? Nein. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Hier dürfte ja eigentlich gar keiner sein. Nö, auch nicht. Ach, guten Morgen. Kleiner Balkon wäre hier oben, glaube ich, auch noch ganz nett. Aber das müssen wir dann mal sehen. Ich meine, wir haben hier ja schon einen Balkon. Den nutzen wir zwar nie wirklich. Obwohl der eigentlich richtig cool ist. Der ist schon richtig cool, muss ich sagen. Na du? Was willst du denn hier?
Ja, frech. Sticke die Stickmanns haben. Das heißt, wir gehen mal eben nach oben. Nein, hier hin. Okay, wir haben auch kein Billigholz mehr. Also, Birkenholz haben wir auch gar nicht mehr. Naja, dann nehmen wir halt das hier. Das geht auch. Zack, machen ein paar Sticks. Zack. Und ein bisschen Kobbel haben wir sogar noch. Hier ist keine Werkbank mehr. Warum auch immer. Aber hier ist eine. So, und dann müssen wir mal gucken, was wir hier in die Etage machen. Ich weiß das noch gar nicht. Zack, zack. Ich weiß nicht, was wir hier in die Etage machen. Weiter. Hier unten ist klar, das ist Küche und Wohnbereich und sowas. Alter, Heckenschütze hier. Das ist ja frech. Ah, er brennt. Er brennt sowieso. Ah ja. Er wollte es nicht anders. Kommen wir wieder hingepflanzt. Zack und zack. So. Und hier müssen wir uns was überlegen, weil ich wollte ja hier unten gerne Pferde reinmachen. Reinpacken. Und oben Heuboden und sowas. Also wo man Stroh lagert. Als Blöcke verpacken und dann da oben hinpacken. Wenn man welches braucht, dass man einfach nur reingehen braucht und gut ist. Zack, zack. Kriegt alle mal eine neue Frisur. Das ist der Corona-Schnitt hier. Klar. So. Alles klar, das ist kein Thema. Jetzt gehen wir nochmal eben bei den Chicks vorbei. Und ziehen noch das Kram weg. Dankeschön. Und so. Schön. Das rote. Gut. Ja, eine automatische Wollefarm. Das wäre eigentlich das Beste, was wir kriegen könnten. Hier sind noch Kühe. Hier ist noch ein kleiner Bach. So ein kleines Flüsschen, kleines Seechen. Irgendwie sowas. Wir schnabulieren mal eben was. Zack, 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 zack. Ist in der Schmiede unten eigentlich noch was drin? Hier ist unser Netta-Portal. Netta? Da müssen wir auch noch weiterbauen. Da soll ja so eine Netta-Festung entstehen, habe ich mir gedacht. Ich glaube, das wäre ganz cool. Oh, hier sind gleich zwei. Seit wann können die Leitern gehen? Haha. Idioten. Ja geil, also Skelette töten sich gegenseitig. Ja gut, aber das war ja schon bekannt. Zack, einmal so. Und es ist extra hier dunkel. Das sollte es ja auch von Anfang an sein. Weil es ist ja eben die dunkle Schmiede hier unten. Keiner was von weiß. Okay, hier ist nichts drin. Hier müssen noch vorgemacht werden. Ein paar Bilderrahmen und was dann da rein und rauskommt. Hier müsste noch weitergebaut werden. Hier ist halt dunkel. Ja. Hier ist ja die Mechanik von der Erntemaschine. Und so eine Art Geheimtunnel. Wahrscheinlich, ja, womit könnte man noch mit U-Bahn verbinden? Das wäre eigentlich eine geile Idee. Hatte ja mal jemand in den Kommentare geschrieben. Das wäre eigentlich auch noch so ein Projekt, das würde ich wohl machen. Und wir brauchen hier noch ein bisschen Lava. Ah, ich sehe schon wieder ein paar reife Schäfchen. Jawohl. Da gehen wir eben mal was abholzen. Oh ja, geil. Sehr schön. Oh, unsere kleinen Schafe sind erwachsen. Die haben sich gut vollgefressen. So, danke, danke, danke. Corona-Schnitt ist wieder da. So wie sich das gehört. Noch irgendwo was? Ich glaube, nein. Ja, wir brauchen halt viel Wolle. Also es nützt leider nichts. Boah, sind die laut, ey. Geh mal wieder raus. Oh. Das ist ja unerträglich. Aber wir brauchen leider viel Wolle für unser Projekt da hinten. Namens Leuchtturm. Deswegen, naja, es nützt ja auch nichts. Rote müssten wir uns gleich mal ein paar schmieren. Aber das kriegen wir auch hin. Das ist auch nicht das Problem. Und wir hatten ja noch einen Holzklotz über. Pass mal auf, den mache ich. War ja eigentlich Erde. So, guck mal. Wunderschön. Der kann auch weg. Oh, das wird richtig geil, glaube ich. Das Tor muss ich auch mal abreißen hier. Das war auch eine doofe Idee.
Da weiß ich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Ah. Beim Dorf hinten sind wir auch gewesen, haben wir auch schon den Anschluss hin. Da gefällt mir die Brücke auch sehr gut. Ja, da kann man noch einen kleinen Tümpel hinmachen. Kleinen See. Und dann ist das schon ganz geil hier. Da muss natürlich noch ein bisschen was gemacht werden. Überall so ausgekleidet werden mit Kobbel. Aber das Problem ist, wir haben einfach nicht so viel Kobbel. Wir müssen mal wieder irgendwo was ausheben. Großes Loch. Kriegen wir wieder viel Kobbel. Hallo Hündchen. Ja, du kleine Fratz. So, hier können wir jetzt uns ein bisschen was zu essen machen. Es ist schon echt krass hell draußen, wenn man vom Dunklen helle nach draußen geht. So. Zack. Ja. Die Lichtverhältnisse sich dann anpassen, das ist schon krass. Bin ich auch echt froh drüber, dass es. Ach, essen sollte ich auch. So, jetzt können wir mal eben rüberrennen. Zack, zack, zack. Das, das, das. Brauchen immer noch ein paar Schleims, glaube ich, ne? Ja, klar, brauchen wir noch Schleims. Also im Nitro hatten wir das ja geschafft, relativ viele Schleims zu kriegen. Oder relativ zügig Schleim zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon hochgeladen hatte. Weiß nicht. Muss ich gucken. Auf jeden Fall hier im Let's Play ist das relativ schwierig. Zack, zack. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall unseren Kranz ergänzen. 50 haben wir gehabt und jetzt können wir gleich mal gucken, was wir für eine Runde brauchen. Alter, ist das viel. Wir haben jetzt ja, nicht mal eine ganze Runde über 20 gebaut. Also 20 genau und eine ganze für über 20. Das ist schon heftig. Okay, also reicht diese Wolle hier nicht für einen ganzen Kreis. Oder für die Vollendung des Kreises. Da fehlen jetzt genau 1, 2, 3, 4 Stück. Boah, Alter, ist das. Naja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt kann man gleich mal sehen, ob das geil ist, so wie ich das geplant hatte. Mit den drei Komponenten immer. Ah, fuck, da sollte der gar nicht hin. Egal. Zack, zack. Ich meine, wir können ja schon mal weitermachen. So ist es ja nicht. Wenn wir nichts anderes gerade zu tun haben, machen wir hier eben weiter. So. Jetzt können wir sehen, ob das cool ist. Drei Kom. Aua. Drei Kammern immer. Drei Etagen. Dann ist natürlich für die Aufteilung vom Raum her auch viel, viel besser. Das heißt, dann können wir sagen, okay, der eine ist jetzt weiß, der andere Raum ist rot, der andere ist wieder weiß. Ja, das ist cool, das ist gut. Problem ist, wir haben einfach nicht genügend Wolle. Aber das wird cool, das wird richtig geil. Weil uns fehlt noch relativ viel. Aber das kriegen wir alles hin. Ich laufe jetzt mal eben außenrum, aber einen Schluck trinken. Da war heute echt viel. Ach ja. Oh, das war gut. Das ist gut. Und ich nehme ja inzwischen auch Getränke ohne Zucker, weil die kleben nicht so, also die verkleben den Hals nicht so, wie bei mir zumindest. Das ist ganz geil. Oh, hier mit der Sonne auf dem Wasser, das ist ja geil. Ah, Shader Mods. Habe ich früher immer von geträumt. Wollte ich immer haben. Aber früher mein PC, der hat das einfach nicht hergegeben. Hier der neue. Das zweite, über 2000 € Biest. Das macht das ganz gut. Habe ich ja auch selber zusammengebaut. Das wissen viele ja auch noch nicht. Ich habe mir die Komponenten gekauft. Das Ding dann selber gebaut. Es ist so laut hier drinnen. Dankeschön. Morgen früh die gleiche Menge Wolle, bitte. So, dann gehen wir mal eben pennen. Ich kann nicht pennen. Naja, gut, dann gehen wir halt Moment noch auf den Balkon. Machen wir eigentlich so gut wie nie. Das wäre doch mal was.
Ah, den Sonnenuntergang genießen hinter den Bäumen. Okay, das ist schon echt schön. Langsam wird's Abend. Hier noch ein paar Stühle und einen Tisch.